Hier ist Fred von Fettspielen und ich begrüße euch zur fünften Partie des Soldatenspiels. So, absolviere noch eine weitere Ausbildung, um die nächste Stufe zu erreichen. Und hier bekomme ich auch gleich mal ein Login-Bonus, Willkommensgeschenk. Nimm jeden Tag am Kompanieantreten teil, um eine Belohnung zu erhalten. Da ich jetzt 2 Tage in Folge mich eingeloggt habe, gibt es diesmal 600 Erfahrungspunkte. Das nehme ich natürlich gerne mit und beginne den heutigen Tag mal mit einer weiteren Mission. 5 Minuten, Credits, Erfahrungspunkte, ein Bonusgegenstand, da macht man nichts falsch. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Aktuelle Kameradschaftsanfrage nehme ich natürlich gerne an. So, ein Kamerad mehr. Und hier gibt es eine Einladung von einer Truppe der Panzerpioniere. Nein, ich warte hier noch auf die Einladung von der Feldspielentruppe. Sonst mache ich selber eine. Ja? Schließlich wäre das doch auch nur passend, wenn ich dann meine eigene Fettspielen-Truppe hier erstelle. Okay, hier sind die Kämpfe, hier seht ihr die Historie, was dort passiert ist. Und ich würde mal sagen, das nehmen wir mal so hin. Ah, hier seht ihr nochmal das Kopfgeld. Das ist natürlich heftig, ne? Also, den habe ich ja schon angegriffen, ja? Letztes Mal, das war ja das große Finale, Stutz 66. Also hier seht ihr die absoluten Top-Kämpfer mit dem Kopfgeld, was auf sie ausgesetzt ist. Ja, da kann ich natürlich jetzt gerade nicht mitmachen. Dafür bin ich von der Stufe her leider noch nicht annähernd in der Region, dass das was bringen würde. Aber was ich natürlich machen kann, ist, die Leute anzugreifen, die ungefähr auf meinem Level unterwegs sind. Wie dieser Unteroffizier hier. Obwohl, das wird schon vielleicht schwierig werden. Ja, wir können ja mal kurz das Profil anschauen und dann sehen wir, was er so hat. Oh, 3 Schaden, 65 Rüstung. Nee, da könnt ihr mal gucken, das sind viel, viel bessere Sachen. Das heißt, ich muss mal wieder weiter nach hinten gehen und schauen, ob hier irgendjemand in meinem Level ist. Wie gesagt, das mit der Ehre als Sortierfunktion, das trügt oftmals. Man denkt, die Leute sind gleich stark, aber es lohnt sich doch, einen Blick auf den Dienstgrad zu werfen. Da ist es auf jeden Fall aussagekräftiger, wenn man einen gleich starken finden möchte. So, ich habe jetzt bisher noch keine Obergefreiten gefunden. Das sind alles Hauptgefreite. Ja, da muss ich weit, weit nach hinten gehen. Aber ihr seht es hier an der Ehre, ändert sich noch nichts. Das heißt, die haben alle Ehre 44. Es ist nur so, dass sehr, sehr viele Spieler gerade 44 Ehre haben. Das ist also der Grund, weswegen wir hier ewig lange uns durchklicken, aber dort wenig bis keine Veränderungen sehen. So, da habe ich einen Obergefreiten gesehen. Kryptos. Auch keiner Truppe zugehörig. Den greifen wir jetzt mal an. Oh, und sehen, das ist auch schwierig. Der hat mehr Lebenspunkte, mehr Rüstung, mehr Schaden. Deswegen wird er diesen Kampf auch gewinnen. Oh, und ich verliere hier Credits und Ehre. Und muss mir jetzt weiter jemanden suchen. Aber immerhin, jetzt sind die Einschläge häufiger. Pradal, oh, der ist hier gleich gut, was die Lebenspunkte anbelangt. Aber ich habe mehr Schaden und mehr Rüstung. Sehr gut, da können wir uns gleich mal wieder was holen. So, nächster Angriff. Oh, das wird knapp. Aber gerade mal geschafft, nicht schlecht. Gucken wir uns mal den Stecher an. Ah. Da knapp verloren. Oh, aber ganz, ganz knapp. Also ich glaube, bevor ich jetzt den letzten Kampf antrete, den ich hier mit meiner aktuellen Wut machen kann, gehe ich doch noch mal lieber in den NATO-Shop, lass die Waren erneuern und schau mal, was ich dort Besseres bekommen kann. So, die Pudelmütze bringt nichts. Kaputtes Kondom. Wie sieht's aus mit dem Schlüpper? Auch nicht so viel besser. Pimpel auch nicht. Nee. Mit dieser Ausrüstung komme ich gerade nicht viel weiter. Was ich natürlich machen kann, ist hier den Panzerkeks für mehr Lebenspunkte zu holen. Aber ich habe eigentlich noch Lungentod extra, ist noch aktiv, erhöht meinen Schaden und da bin ich ja eigentlich auf der besseren Seite. Tja, versuchen wir es halt nochmal. Komm, letzter Kampf. Oh, jetzt muss ich wieder ganz, 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 ganz weit. Könnte ich auch den letzten angreifen in der Gruppe, ja? Ein ehrloser Kampf, also das kann ich mir eigentlich sparen. Ich kann in der Historie gucken, ob es da irgendjemanden gibt, gegen den ich mal gewonnen habe und Ehre gewonnen habe.
Sieht zum Beispiel hier aus mit dem obergefreiten Butterblume. Ja. Da haben wir auf jeden Fall gut gewonnen. Und das machen wir auch ein zweites Mal. Schön. So, haben wir unsere Wutpunkte mal gut verbraucht. Und ich schaue mal in meine Feldpost rein, was ihr dort so geschrieben habt. Hier. Ach ja, es gibt ja einen Spendenlink. Das ist ja gar nicht so schlecht. Habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, den gab es bei Timecraft auch. Sehe ich hier gerade. Oh, da habe ich gerade meine Mission beendet. Sehe ich auch. Das heißt, ach komm, eine machen wir noch, oder? Hier gibt es eine mit 4 Credits, 4 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr gute Sache. Trau dich, wenn du Eier in den Hosen hast. Nimm an. Ach ja. Sehr witzig. So, was ist hier los? Arschkriegen hilft dir. Lebenspunkte kosten nichts bei dir. Wird dann teuer. Missionen sind auch gut, um Sachen zu finden. Ja, das ist ein guter Hinweis. Richtung Grundausbildung. Sollte ich mal was machen? Ich mache aber hier noch meine Waffenausbildung zu Ende. Die 5 Minuten. Dann gehe ich aber ans Arschkriechen. Denn Lebenspunkte sind auf jeden Fall eine gute Sache. Gerade für mich, der hier in den Kämpfen doch das ein oder andere Mal den Kürzeren gezogen hat, auch wenn es ganz, ganz knapp war. Da ist natürlich jeder Lebenspunkt Rettung wert. Erinnert euch noch an den Kampf, den ich eben gerade hatte, wo ich mit 13 Lebenspunkten verloren habe? Tja, das ist Kleinvieh, aber macht auch Mist, ne? Haben wir dann auch schon gesehen. So, da hatte ich dann noch was. Okay, das ist durch. Wie gesagt, Truppenschullehrgänge erst, wenn ich Hauptgefreiter bin. Sonst geht es da nicht weiter. Und da gehen wir zurück in die Kaserne und werden auch heute mal unser Glück versuchen im Glücksspiel. So, soll ich mal alles setzen? 5000, alles oder nichts? Puh, jetzt wird schwierig, Leute. Also, aber man hat schon gleich wieder so einen richtigen Thrill, als wenn man nur 500 setzt. Jetzt muss es nur das Richtige sein. Tja, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einmal gewonnen, glaube ich, als ich hier gezockt habe, aber ich weiß nicht mehr, worauf ich geklickt habe. Vielleicht ist es ja mein Glückssymbol. Ich probiere mal Peak. Ja! Wow, alles gesetzt und alles gewonnen. Glücksschwein 2, gewinne 5000 Credits im Mannschaftsheim. Geil, auch gleich mal eine Bonuspfeife bekommen. Ein neuer Orden. Ja, den habe ich auch verdient. Also so viel Schwein muss man tatsächlich mal haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guck ich doch gleich mal, ob die Pfeife mir auch hier was bringt. Ja, erhöht deinen Schaden permanent um einen Punkt. Ja, nehmen wir hin. Benutzt keinen Slot. Einfach quasi nur raufziehen. Und dann hat man es. Einmal die Pfeife geraucht und 300 Erfahrungspunkte und einen kleinen Bonus erhalten. Sehr, sehr gut. So, jetzt bin ich gerade schon so im guten Run. Vielleicht habe ich auch Glück mit der Ware. Ich erneuere die einfach mal und schau mal, ob es hier was Besseres gibt, was mir hier was bringen könnte. Booster-Panzerkeks. Nee, das hätte ich mir sparen können. Von den Items hier habe ich dort nicht so wirklich Glück. Tja, da lohnt es sich gar nicht mehr weiter zu gucken. Das ist dann soweit durch. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist eigentlich mir hier gleich mal im Wachgebäude den Dienst zu schieben. Und das würde ich dann auch gleich machen, sobald die Mission vorbei ist, denn das sind, glaube ich, zwei Dinge, die nicht gleichzeitig gehen. Nein, du kannst keinen Dienst schieben, wenn du auf einer Mission bist. So viele Dinge kann man dann doch nicht gleichzeitig machen. Das heißt, wir müssen da nochmal schauen. Ich werfe dann also nochmal einen Blick auf meine Ausrüstung. Ich könnte hier noch erweitern, aber das brauche ich gerade nun wirklich nicht, muss ich sagen. Erhöht dein Verdienst bei Missionen und Arbeit für 12 Stunden um 25%. Das ist gut, da ich gleich ja die Arbeit antreten werde, ist das ein Booster, der mir auf jeden Fall jetzt hilft. Und geil, gleich mein Achievement wieder gekriegt. Bierkönig 1, geiler Bierbauch. Verwende 2 Biere, 300 Erfahrungspunkte. Das nehme ich mal so hin. Okay. Sehr gut, sehr gut. Das haben wir gemacht. Gibt es hier nicht auch irgendetwas, was ich brauchen könnte? Erhöht mein Lebenspunkt. Ja, so ein paar Booster dafür jetzt Patronen zu verwenden. Hätte ich jetzt eigentlich keinen Bock. Ach, meine ganzen Items. Aber da muss man einfach natürlich weiter auch im Level hochsteigen, weiter vorankommen, damit man auch nicht nur mit Nähzeug in Schlüppern, ja, in Feinripp-Unterwäsche
mit Nähzeug operiert. Da braucht man noch was anderes. Vielleicht versuche ich einmal noch mein Glück hier im Mannschaftsheim. Ich könnte ja auch mal um Patronen zocken. Patronen sind sehr, sehr wertvoll. Patronen kosten bares Geld. Aber Patronen kann man auch hier auf ganz legalem Wege in einem ehrlichen Glücksspiel gewinnen. Aber da werde ich jetzt nicht alles setzen. Oh Gott, 20 Patronen. Ich meine, das wäre natürlich geil, dann 40 zu haben. Aber stell dir vor, ich verliere die, habe ich noch 8. Deswegen fange ich hier mal ganz smooth an und werde nur 2 nehmen. Und vielleicht versuche ich es mal wieder mit meinem Glückspeaks. Also Peak. Komm. Ja! Ich habe mein Glückssymbol gefunden. Du hast gewonnen, dein Einsatz verdoppelt. Ich habe Patronen gewonnen. 2 Stück, habe jetzt wieder die Runde 30. Ach, besser kann es ja nicht werden. Besser kann das Let's Play nicht ausklingen. Mission erfolgreich beendet. Jetzt einen kleinen Dienst schieben. Hier für 8 Stunden. Das reicht mir dann auch. Geht nicht, wenn ich eine Ausbildung mache. Natürlich, man kann diese zwei Sachen nicht gleichzeitig machen. Aber das ist ja zum Glück auch schon in 10 Sekunden vorbei. Und dann kann ich euch jetzt ja schon mal einen schönen Sonntag wünschen. Eine schöne Woche. In der nächsten Woche gibt es auch wieder Soldatenspiel. Zweimal als Let's Play hier auf unserem YouTube-Channel. Seid mit dabei. Lasst euch das nicht entgehen. Und ich schiebe meinen Dienst. Und wir sehen uns dann wieder. Euer Fred von Fettspielen.